Wir schauen uns auch schnell Unges schmutzige Roomtour an, meine Freunde. Da, und dann gehen wir rein in die Minecraft-Masse. Let's go! Hey Leute, willkommen zum dritten Teil der Roomtour. Ich weiß, es ist etwas spät, aber guckt euch diesen Hund an. Simon, das entschuldigt gar nichts. Das entschuldigt wirklich gar nichts. Das entschuldigt einfach nichts. Ist er nicht süß? Könnt ihr ihm verzeihen, dass die Roomtour zu spät kommt? Er hat nämlich gesagt, bitte warte noch, bitte warte noch. Ich habe gewartet für dich. Gibst du ein Pfötchen dafür? Ehre. Ehre. Ja, Leute. Felix, danke schön. Wir sind in unserer Wohnung. Ihr kennt unsere Wohnung. Es ist immer noch ein bisschen chaotisch hier. Mhm. Da ist Wäsche. Meine Freundin kocht gerade. Es sieht aber lecker aus. Das ist aber nicht das, was ich... Es sieht aber lecker aus, als wäre das sonst nicht der Fall. Johnson, dankeschön. ...ich heute zeigen möchte. Denn das, was ich euch heute zeigen möchte, befindet sich über der Wohnung. Wir haben übrigens keine Lampen, immer noch keine Lampen. Wir haben uns noch nicht um so viel gekümmert, aber über andere Dinge, ja. Auf jeden Simon hat sich wirklich diese komische Lampe gekauft, die immer in so Anzeigen ist von Wish, diese komische Scheißlampe, Alter. Der hat die sich einfach wirklich gekauft, weil er dachte, die wäre geil. Auf jeden Fall... Unsere Wohnung kennt ihr ja hier, ja, Wohnzimmer, Küche. Nein, kennen wir nicht, woher? Hier noch mein Arbeitszimmer, also ein paar Sachen haben sich da getan. Und zwar, ich habe ein bisschen am Kabelmanagement geändert. Ist auch noch nicht fertig, aber so ein paar Kleinigkeiten sind da schon. Das wird Simon niemals machen, der wird es niemals ändern. Also ein bisschen die Kabel ordentlicher gemacht, aber ist auch noch nicht. Es wird niemals ordentlich sein. Alles fertig soweit. Ja, Pips, dankeschön. Aber wir kommen zum wichtigen Punkt. Und zwar, letztes Mal, als wir über die Terrasse gegangen sind, da habt ihr hier oben drüber gedacht, so, hä, ist da eine Dachterrasse? Also viele haben das gedacht. Und ich kann auch verstehen, warum. Denn wenn man hier rausguckt, so, und dann habe ich euch hier so die Ecke gezeigt. Ja. So, also man hat so ein bisschen die Ecke gesehen. Also so, eigentlich war es gar nicht geplant. Man hat so ein bisschen die Ecke gesehen da oben. Und da sieht man so ein Glas über unserer Wohnung. So ein Glas. Oh weia. Ja? Oh weia, Simon. Ja? Und dann dachten sich viele Leute, hä? Hat er eine Dachterrasse? Ist der so reich? Kann er sich das leisten? Kann er sich das leisten? UFO Stay High 163. Dankeschön für deine 5 Gifted Kuss. Dankeschön. Aber heute zeige ich euch die Wahrheit. Heute zeige ich euch die Wahrheit, die ich euch lange nicht gezeigt habe. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich so lange. Unge, mal wieder kein Video. Ich mache einen großen Hype aus nichts. Mit der Roomtour gewartet habe, denn. Danke, UFO Stay High. Kuss. Es war mir an manchen Stellen ein bisschen unangenehm. Warum, das zeige ich euch jetzt. Aber natürlich muss ich erstmal meinen Hut anziehen. Ganz wichtig, ja. Weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. So. Let's go. Nenn das Video bitte D-King Revi reagiert auf Unges Reichtum. Okay, Leute. Ich muss hier am Boden filmen. Ihr kennt die Prozedur. Ja, klar. Bodenfilm. Wir werden als allererstes... Oh, shit. Jetzt habe ich mich ausgesperrt. Ich wollte noch gar nicht, aber mir fehlt was Wichtiges. Es ist mal wieder einfach. Machen Sie mir die Tür auf. Es ist mal wieder ein einfaches Uncut-Video. Man kennt sie, man Junge. Unseren Hausschlüssel. Guck, wir haben Lidl-Schuhe. Geil, oder? Ist noch Preisschild dran. Hat Sabine von ihren Eltern geschickt bekommen von Deutschland. Wollte die gerne haben. Geil, oder? So. Chillig, der Drift. Zum Glück. Komplett hinten zerfetzt. Hier auch. Komplett zerfetzt. Aber ist egal, ich trage die, bis da ein Loch drin ist, so dass man die Füße, also, ihr wisst. So. Digga, der ist so lost, der Junge, der ist einfach so verloren. Imagine, du bist Millionär und trägst immer noch Schuhe mit Löchern drin, Alter. Kommen wir jetzt zum Punkt, den ich das letzte Mal nicht gezeigt habe, und zwar den Aufzug. Garage. Ich habe den Garten mal. Jalla. Aber es gibt noch eine Garage. Ich hatte ja auf der einen Seite den Garten, ja, also, wenn ich euch das jetzt hier so rum zeige, ja. Hä, hey, was habe ich jetzt verpasst? Hallo, Isha. Ist keiner da. Okay, also, den Garten hatte ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar hat meine Schwester, also meine Mutter hat ja auf der einen Seite den Garten. Ja, also, wenn ich euch das jetzt hier. Rennt wieder bei seiner Familie durch. Digga, ich dachte, wir gehen aufs Dachgeschoss. Simon, was erzählst du mir? Die dritte Etage. Nicht so gut mit meiner linken Hand. Ich muss kurz mal das Handy austauschen. So. Jetzt mit meiner rechten Hand soll es aber klappen. Ja. Wir haben hier oben einfach... Noch eine Wohnung. Jetzt ist mir schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Noch eine Wohnung. Wir haben hier oben einfach nochmal eine komplette Wohnung. Ach nein, scheiße. Und die hat hier eine offene Küche. Ach Digga, das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Ey, das ist so peinlich, Digga. Das ist so peinlich, dass du so reich bist. Das ist so peinlich. Hier ist noch ein Hauswirtschaftsraum. Da kann man davon schon den Trockner reintun. Ihr kennt den. Kennt den Hustle? Das ist so peinlich, oder? Eins in den Chat, wenn ihr es auch peinlich findet, Leute. Da sind gerade die Jalousien zu, aber man kann durchsehen, ne?
einzeln chat, wenn ich die kaufen soll. Hier ist ein großes offenes Wohnzimmer. Küche. Digga, also geile Wohnung. Eingangstür. WC 1 mit Badewanne. Mhm. Arbeitszimmer 1. Oh. Oh. Und ja. Master Bedroom und Master Bathroom. Und der ist so ähnlich wie bei uns in der Wohnung. Und das ist der Punkt, der mir ein bisschen unangenehm war, ein bisschen peinlich schon fast. Moment. Jetzt wird's richtig unangenehm, Leute. Jetzt wird's so peinlich. Check mal. Guck mal. Dass wir hier einfach noch Och eine Wohnung nein, haben. Wie peinlich. Und das ist ja so peinlich. Denkt ihr, warum habt ihr da noch eine Wohnung? Seid ihr geistkrank? Ja, ich glaube, da kann ich gar nicht Nein sagen. Denn wir haben diese Wohnung nur gekauft, um das komplette Haus eben zu haben. Und für die anderen Wohnungen hatte ich noch eine gute Ausrede. Da habe ich dann auch sagen können, ja, die eine Wohnung, da wohnt meine Mama, auf der anderen Wohnung, da wohnen wir, auf der einen wohnt meine Schwester und so. Aber für diese Wohnung habe ich gar keine Ausrede. Chat, was sagt ihr? Ferienwohnung? Soll ich einfach kaufen, Ferienwohnung? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt unter uns gesagt, einfach eine Ferienwohnung auf Madeira. Guck mal, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung habe, ja, halbes Jahr einfach auf Madeira wohnen, Steuern sparen, andere Hälfte in Deutschland. Für Winter, komm. Komm für den Winter. Komm, ich rufe Simon kurz an. Ich rufe Simon einfach kurz an. Ich weiß, dass der jetzt bei Ungespielt reinstartet. Komm, ich rufe den ganz kurz an. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht dran gehen, weil jetzt Ungespielt startet. Aber komm, ich versuch's mal. Vielleicht haben wir Glück. Ne? Vielleicht haben wir Glück. Komm, was soll's, Leute? Was soll's? Ja, was soll's? Was kostet das Ding? Ist ja auch egal, oder? Ist doch egal. Komm, ist doch egal. Fragen wir einfach mal. Er wird wahrscheinlich nicht dran gehen, ne? Soll ich seine Nummer auch leaken? Komm, eins in den Chat, wenn ich seine Nummer leaken soll. Komm. Hey Simon, ich weiß, dass du jetzt umgeklickt hast, ne? Ja. Aber ich guck grad dein Video, ne? Ich hab dich auch auf Lautsprecher. Ich guck grad dein Video, ne? Hallo an deinen Chat. Hallo von meinem Chat. Pass auf. Simon, du hast da oben, ey, das ist sau peinlich. Du hast einfach noch eine Wohnung gekauft. Ich finde das super peinlich, Digga. Das ist echt peinlich. Ich weiß, das ist auch peinlich. Ich nehme die als Ferienwohnung. Was willst du dafür haben? Sag mir jetzt einen Preis. Komm. Ja. Normalerweise würde ich die vermieten für 2,5, für dich aber 3,5. 3,5. Und wenn ich die kaufen will, nur damit ich dieser eine Eklige bin im Haus, der auch einen Teil mit Bestimmungsrechte hat. Wenn du die kaufen willst? Ja. Da müssen wir andermal drüber sprechen. Das können wir jetzt machen, komm. Simon, ich sag's jetzt, wie es ist. Ich gebe dir, was ist das Ding wert? Ich gebe dir 300.000, komm. Nee, 300.000 kaufst du dich. Okay, 250.000, komm. 250.000, letztes Angebot, komm. Okay, das hört natürlich jetzt später an. Ja, wir sprechen später mal. Ich brauche eine Ferienwohnung. Wir reden nochmal, ne? Alles klar. Supi, schön mit dir noch. Ciao, ciao. Ja, danke gleich. Ciao, ciao. So, dann kaufen wir einfach mal ganz kurz eine Wohnung on Stream und schauen weiter, was ich da überhaupt gekauft habe, Leute. Mal gucken. Das ist mir ein bisschen unangenehm gewesen, weil... Es ist saupeinlich. Das ist schon dieser andere Flex. Und. Nee, es ist einfach eine sinnige Entscheidung gewesen, wirtschaftlich gesehen. Ich wusste nicht, ob ich euch das zeigen soll, aber ich zeige euch das jetzt und ich erkläre euch jetzt kurz warum. Also. Als Ferienwohnung ist die super. Wir hatten halt erst nur vor, in diesem ganzen Haus drei Wohnungen zu kaufen. Die Leute, die das allererste Video gesehen haben, wissen es. Wir hatten nur vor, drei Wohnungen zu kaufen. Und dann haben wir noch eine. 2,5 dafür ist, by the way, sehr, sehr viel, Simon, das muss ich sagen. Vierte gekauft in dem Haus und dann haben so Bewohner von diesem Haus, die... D-King, Videotitel, ich kaufe Unges Wohnung per Telefon. ...die schon gewohnt haben, ein schwedisches Pärchen, haben... Schwedisches Pärchen, achso, wieder verkauft. Diese Wohnung, die hatten, die aktuelle Gästewohnung von uns, verkauft an uns. Dann hatten wir 5 Wohnungen in diesem Haus. Dann dachten wir, jetzt können wir auch die anderen. Was soll ich sagen? Madeira zahlt sich nicht von alleine. Übrigens, wenn immer gesagt wird, das Haus zahlt sich nicht von alleine, wenn man vernünftig investiert hätte, würdest du es tun, doch. Andere noch. No front, natürlich, klar. Aber es gibt keine Ausrede dafür. Nee, gibt es nicht. Ich nehme die einfach. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen zu bonzig jetzt, Leute. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil.
Ey, wollt ihr mal, dass ich auch mal so einen Flex mache, Leute? Soll ich einfach mal ein Video machen, wo ich alle meine Immobilien einfach zeige? Sage, das Haus ist von mir, das ist meine Wohnung, die Wohnungen sind von mir. Soll ich es einfach mal machen? Soll ich einfach mal auf Big Flex mein Portfolio zeigen? Ihr kennt mich, Leute, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ich stelle mich dann einfach vor fremde Häuser und tue so, als wären das meine. Ihr wisst, wie ich bin. Wir wissen bis jetzt noch nicht, was wir mit der Wohnung da oben machen. Die Idee ist vielleicht... Revi kaufen. Da oben, ja. Die Idee ist vielleicht da oben sowas wie einen... Partyraum. Partyraum. Ein Fitnessstudio reinzubauen, so ein privates für unser Haus. Auch eine geile Idee. Und ich drehe mal kurz die Kamera. Kann ich die Kamera drehen? Scheiße, ich weiß nicht, wie ich die Kamera drehe. Ja, okay. Also, ich glaube, wir haben die Quintessenz soweit gecheckt. Freestyler HD, Dankeschön, Bro. Kuss dafür. Simon, Grüße geht raus an dich. Ich hoffe gerade, das Internet ist noch stable. Ja,